Herzlich willkommen zu Drink Before Home, ein ungewöhnliches Datum. Heute ist der 6. Juli. Reinhard, mitten im Sommer sozusagen, eine Veranstaltung. Ja, manche Dinge kommen eben zurück ins Normale und manche bleiben scheinbar nicht ganz normal. Es ist schon interessant, dass in der ersten Juliwoche, wo normalerweise die Leute wirklich auf Urlaub fahren, heute über 100 Leute zum Netzwerken kommen. Das ist schon ein bisschen bemerkenswert. Ja, aber ich bin halt der Meinung, also DBH steht halt für regelmäßige Veranstaltungen und für Kontinuität und wir wollen die Kontinuität ganz einfach fortführen. Jetzt haben wir im Mai begonnen und es ist einfach nur logisch, dass wir jetzt zum Sommerbeginn im Juli eine weitere Veranstaltung machen. Und im September sind wir natürlich auch wieder da, logischerweise. Anita, Micha, also ihr schaut ein bisschen aus wie ein Twinny. Wir sind das Twinny. Ihr seid das Twinny. Anita, du hast ein neues Unternehmen. Ja. Du bist Geschäftsführerin und auch Eigentümerin des Unternehmens. Ich bin vor allem Eigentümerin, Geschäftsführerin diesmal noch nicht, Eigentümerin von einem neuen PropTech-Unternehmen. Wie heißt das? Das PropTech-Unternehmen nennt sich Trovato, wie das italienische gefunden werden. Und wie der Name schon sagt, lautet unser Slogan schneller digital vermittelt. Mhm. Und wir haben wirklich ein System erschaffen, wo wir das Bestellerprinzip ein bisschen angehen von der digitalen Seite und ein bisschen dazu beitragen, dass die Branche noch eine Spur moderner und digitaler wird. Die letzte DBH-Veranstaltung war sehr relativ kalt. Heute ist es genau das Gegenteil, sehr heiß. Worauf führst du das zurück? Auf den Aufschwung. Man merkt die positive Stimmung, es macht Spaß. Es macht Spaß allen, positive Stimmung. Der Aufschwung ist spürbar und ja, ein schönes Wetter, glaube ich, trägt dazu auch seinen Teil bei. Michael, ich sehe, du hast schon die Sonnenbrille auf, damit man die roten Augen nicht sieht. Du hast schon vorgefeiert, Drink Before Home. Ich habe nie rote Augen. Ach so. Ich habe schöne grau-grüne, glaube ich, oder? Stimmt, ja. Gut nicht. Na, war eine blöde Frage, gebe ich zu. Kein Problem, bin ich gewohnt. Ja. Was, von mir oder allgemein? Es war ein allgemeines Statement. Also hat nichts direkt mit mir zu tun. Andere sind immer ausgeschlossen. Danke. Sie sind ja schon richtig in Sommerkleidung und Sommerstimmung. Was machen Sie heuer im Urlaub? Wir werden heuer wieder nach Griechenland fahren. Endlich wieder und ja, darauf freuen wir uns. Wann waren Sie das letzte Mal? Das letzte Mal vor 2 Jahren. Letztes Jahr ist es Zypern geworden, aber wir haben uns nicht abschrecken lassen mit der Familie. Haben immer gebucht und haben versucht, das Beste. Wir haben nie was canceln müssen, hat super geklappt. Das ist der Optimismus und einfach weiter. Übliche Partie, ist das schlimm? Nein, das ist absolut positiv, oder? Aber es sind lustigerweise immer alle sehr altbekannten Gesichter. Aber man freut sich jedes Mal, wenn man sich wieder sieht und wenn man auch ein bisschen plaudern kann. Und vor allem kann man ja auch Gespräche weiterführen, die man vielleicht beim letzten Mal, oder Themen weiterführen, Netzwerke weiterspinnen. Absolut richtig, also kann ich nur unterstreichen. Ja. Fährst du heuer auf Urlaub? So wie es aussieht, eher dürftig, weil ich ein bisschen zu viel um die Ohren habe. Es ist grandios, dass es überhaupt eine Veranstaltung gibt, dass man die Leute wieder mal sieht. Ich freue mich, die Anita zu sehen, dass ich sehe und Franz, Ex-EHL-Kollegen sozusagen. Alle ah ja, Haufen. Genau. Ja, stimmt. Ja. Du warst die letzten 15 Monate sehr erfolgreich, gemeinsam mit der Immobilienredaktion. Mit Immolive hat es gegeben. Wie heißt er? Walter Senk. Genau. Also genau. Wenn ihr mal einen besseren Moderator braucht, ich stehe mich gern zur Verfügung. Das wäre super, ja. Wir haben eh schon überlegt, weil ja. Er sagt immer das Gleiche. Ja. Und er ist auch, glaube ich, aber der Günstigste, oder? Nein, schau, die Wahrheit ist, er ist der Beste. Ja? Okay, das ist einfach die Wahrheit. Das heißt, ich hätte gar keine Chance damit zu machen. Richtig, richtig. Gut. Wie fühlst du dich? Viel sicherer. Warum? Weil die Impfungen vorangehen und ich bin geimpft mittlerweile. Ich finde es toll. Ich finde es schön, dass man das wieder machen kann. Es ist befreiend, wirklich. Trotzdem sage ich jetzt, wir müssen noch vermutlich ein bisschen kurz aufpassen, wenn wir uns jetzt noch ein bisschen zusammenreisen. Heute wunderbar im Freien. Was kann man schöner machen, als sowas zu erleben? Das heißt, du bist optimistisch, dass es im September so weitergeht?
wenn ich ganz ehrlich bin, es wird von uns allen abhängen, ob wir das durchziehen können, ob wir weiterhin diese Freiheiten genießen können. Aber ich möchte optimistisch sein. Ich möchte, dass wir weiterhin das erleben können. Im September ist ja auch noch schön warm, da können wir auch draußen die Events haben. Und somit, ja, es soll so weitergehen. Ich habe eine Firma gegründet, Athenos Immo. Okay. Für Arno, Tenos für Netzwerk. Ja. Mache halt alles, was Spaß macht. Es gibt nur eine Prämisse, das Projekt muss mir Spaß machen. Das mache ich. Was mir nicht Spaß macht, mache ich nicht. Musik ist noch ein Thema? Ja, absolut, absolut. Zwei Bands und wir proben schon wieder fleißig. Ja. Für den Immobil. Das heißt, du bist jetzt, machst du nicht das, was du immer machen willst. Du machst Musik und du machst deine eigene Firma. Genau. Ich habe nur das Work-Life-Balance umgedreht. Ich arbeite 2 Tage und habe 5 Tage frei. Das ist eindeutig besser wie vorher. Okay. So, hallo. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich war das letzte Mal zum ersten Mal hier. Mein Name ist Katrin Gögerle-Zeleder. Ich bin zuständig für das operative Geschäft der Immofinanz in Österreich. Und glücklicherweise, das letzte Mal habe ich kaum Leute gekannt, mittlerweile gibt es da doch ein paar bekannte Gesichter. Peter, wie kommst du zum Gin? Also wie ich zum Gin komme, ist so wie alle anderen. Wenn man irgendwo in einer Bar steht, trinkt man härtere Dinge. Aber der Enzo Ursi, der diesen Gin seit ein paar Jahren macht und in großer Qualität macht, ist einer meiner ältesten Freunde aus Graz. Und ja, ich habe mir gedacht, wenn wir endlich wieder in große Runden treffen können, ist auch Zeit, einmal neben dem herrlichen Wein vom Reinhard auch einen herrlichen Gin zu probieren. Ja. Was ungewöhnlich ist, weil Graz-Steiermark ist man eher mit Schnaps verbunden und nicht, also, so, und nicht mit Gin. Du unterschätzt, dass auch Steirer sich weiterentwickeln können. Wieso heißt der Green Gin? Green Gin ist eine Spielerei, eine Wortspielerei aus Green vom englischen Grinsen und Granite vom Granitsteinfass. Das Geheimnis des Gins, meines Gins, ist an und für sich das, dass ich den Gin in einem 1100 Liter großen Granitsteinbottich lagere. Herr Wildschnick, Sie testen gerade den Gin. Wie schmeckt er? Ist ein hervorragender Gin. Ich bin sehr zufrieden und werde nach diesem ersten Testglas wahrscheinlich noch ein zweites auf jeden Fall trinken. Ja. Er schmeckt relativ sanft. Er ist sanft, aber man merkt die Blüten, man merkt die Botanicals. Es ist ein wirklich, wirklich ausgezeichneter, runder Gin.